Hallo miteinander, mein Name ist Jakob Miksch. Ich werde euch heute zum Thema Routenplanung durch Flächen was erzählen. Also ich habe mich da in meiner Masterarbeit beschäftigt und jetzt arbeite ich an der Uni Heidelberg im Geografischen Institut und beschäftige mich weiter damit. Erstmal bin ich nicht der Erste, der sich mit dem Thema beschäftigt. Es gab schon mehrere. Hier eine kurze Auswahl mit Vorträgen, und die sich damit beschäftigt haben. Die Links sind anklickbar, das heißt, wenn ihr euch auf den Folien dann anschaut, könnt ihr es euch dann angucken. Dann erstmal kurz grundsätzlich, wie funktioniert Routenplanung und worum geht es beim Thema überhaupt? Also prinzipiell ist, wenn man eine Route von A nach B berechnen will, wird aus ganz bestehenden Geodaten werden Routing-Graph berechnet, der besteht aus Kanten, und da kann dann ein Algorithmus sehr schnell und effizient die schnellste Route ausberechnen. Und ein Problem ist, in dem Fall, man sieht hier jetzt sind diese Kanten um diesen Platz rum, aber nicht durch. Das heißt, wenn ich jetzt eine Route berechnen will, also von hier der Seite nach hier, dann hat die eine sehr seltsame Form, so wie so würde kein Mensch eben gehen. Und die Idee ist jetzt, dass man in diesen Routing-Graph neue Kanten einbaut, um sozusagen die bessere Routen finden zu können. Das kann man zum Beispiel so machen, und die Route sieht dann eben wesentlich besser aus. Und ich habe mir überlegt, auf welche Art und Weise kann man das machen, weil man will eben auch nicht zu viele Kanten in diesen Routing-Graph einbauen, weil es viel Speicher kostet. Und von wo nach wo sollen die Kanten gehen, welchen Ansatz nimmt man da? Und da habe ich eben mehrere Möglichkeiten verglichen. Und zwar erstmal hier, das ist einfach, also das geht immer jetzt hier von rechts unten nach oben. Erstmal dieser ganz normale Ansatz, wie es eigentlich die meisten Routenplaner machen, dass nur der Rand von der Fläche in den Routing-Graphen einbezogen wird. Es gibt dann sehr seltsame Routen, wie hier. Dann zum Beispiel, dass man eine De-Launay-Triangulation macht und da diese Kanten eben einfügt. Das kann manchmal zu ganz guten Ergebnissen führen, aber manchmal fehlen auch bestimmte Kanten. Weil zum Beispiel eine Woche neu drüber gelegt und geschaut, was dann rauskommt. Da kann manchmal auch gut sein, aber manchmal eben auch ein bisschen schlecht und ein bisschen chaotische Routen. Bei Skeleton kann es nochmal ein bisschen chaotischer werden, da kommt es auch drauf an. Manchmal gibt es echt Routen, die super so sind, wie man erwarten würde, dass ein Mensch geht. Manchmal ist es auch sehr seltsam. Dann einfach so ein reguläres Grid zum drüberlegen. Das kann manchmal gut sein, in dem Fall ist es schlecht, weil es nämlich eine diagonale Route ist, und eigentlich, wenn man diese Manhattan-Distanz kennt, dann ist es eigentlich im Prinzip genauso lang, als wenn man jetzt am Rand außen lang gehen würde. Ein Vorteil ist, dass wenn die Route in der Fläche anfängt oder aufhört, dann kann immer gleich dahin gesnappt werden, also zu einer immer sehr nahen Kante hingesnappt werden. Also vielleicht habe ich gerade ein bisschen mit der Maus geht. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Route hier beginnt, dann wird der Routenplaner gleich hier hinsnappen, und wenn die Kanten nicht so dicht liegen, dann wird es eben sehr weit wegsnappen, was ein bisschen seltsam dann wäre. Dann Spider-Grid sozusagen ist eine Erweiterung für diesen normalen Grid, nur dass Diagonalen reingelegt werden, und das kann zu sehr guten Routing-Ergebnissen führen, allerdings werden sehr viele Kanten produziert, und das ist immer die Frage, wie viel Speicherplatz man hat oder was man eben erreichen will, und man kann durch die Gridgröße variieren. Also umso größer die Gridgröße ist, umso schlechter in Anführungszeichen wird die Route. Dafür produziert man weniger Kanten. Und auch hier, wenn man irgendwo in der Mitte vom Platz anfängt, dann wird man gleich dann zu seiner sehr nahen Kante hingesnappt. Dann Visibility oder Sichtbarkeit, da werden einfach von allen Punkten vom Polygon werden alle möglichen Verbindungen berechnet. Und das führt immer zu einer optimalen, also zum optimalen Weg. Allerdings, wenn ein Polygon sehr viele Nodes hat, dann können plötzlich extrem viele Kanten entstehen, und was dann den Graphen unnötig aufbläht. Genau.
Meine persönlichen Favoriten sind jetzt den Spider-Algorithmus, den ich gerade gezeigt habe, und den Visibility. Und ich habe jetzt hier auch kurze Demo. Genau, das ist jetzt der Visibility. Wie man sieht, der berechnet ganz sinnvolle Routen. Jetzt wird in die Mitte vom Platz gegangen gleich. Und noch geht es ganz gut. Aber manchmal gibt es dann eben solche seltsamen Artefakte, die nicht so richtig viel Sinn machen. Dann der Spider. Genau, das ist ein bisschen eckig, aber es geht eigentlich schon. Das ist nicht ganz unrealistisch, die Route. Und allerdings, wenn man jetzt im Platz drin ist, dann macht es immer sehr viel Sinn eigentlich, wie die Route berechnet wird. Genau. Also prinzipiell, das sind die beiden, also ist Visibility und Spider finde ich persönlich am besten und man kann natürlich beide noch beliebig optimieren. Eine andere Sache, die man noch optimieren kann, ist die OpenStreetMap Datenqualität. Es gibt manchmal virtuelle Wege, zum Beispiel diesen Platz, den kenne ich sehr gut. Diese Wege, die rot eingezeichnet sind, die existieren nicht. Die sind einfach nur gemacht worden, damit der Routenplaner überhaupt eine Chance hatte, irgendwie rumzurouten. Und wenn man irgendwann mal einen Routenplaner hätte, der das eben über Plätze sinnvoll routen kann, dann kann man auch solche virtuellen Wege entfernen, weil die nicht real existieren und nur für den Router gemappt sind. Und dann oft sind Plätze nicht richtig angeschlossen im OpenStreetMap, zum Beispiel dieser Platz da in der Mitte, der ist nicht an die angrenzenden Wege angeschlossen und kann somit überhaupt nicht begangen werden. Und sowas könnte eben wird auch eher auffallen, wenn man so ein funktionierendes Flächenrouting hat. Gut, soweit ein paar kleine Eindrücke und so vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke. Ich denke, du läufst noch rum, wenn da genau. Jemand später darüber diskutieren möchte, dann dahin. Brauchst du den Laptop? Super, nee, perfekt. 5 Minuten? Mhm. Theoretisch eine Uhr. Gut. Ja, dann. Wunderbar. Geringere Auflösung, weil der Beamer doof ist, nicht Linux. Ich zeige euch was zu Jupyter Notebooks und Shapely in Python. Ganz ähnlich wie der Talk eben, wo es um Markdown und Shiny ging, so ein bisschen in die Richtung. Man kann ähnliche Sachen damit machen. Ich finde Python viel toller als R, deswegen geht es um Python. Kann alles was in, nein. Genau. Ich finde er auch toll. Ich zeige ein bisschen Grundlagen. Ich habe hier eine interaktive HTML-Seite, sage ich jetzt mal, es läuft im Browser. Das ist ein Jupyter Notebook. Fand ich vorher total idiotisch, den Gedanken, im Browser zu programmieren, aber irgendwann habe ich gecheckt, das ist total praktisch. Und ich will euch zeigen, warum das hier ganz toll ist. Ganz grundlegend, graue Zellen sind Code. Weiße Zellen sind Text von mir oder die Ausgabe von diesen Zellen. Ich habe hier irgendeine Funktion, SquareX, die mir eine Zahl quadriert zurückgibt. Ich kann sagen, print square 3, kriege ich 9 zurück. In diesem Notebook kann ich auch, wie im Interpreter quasi, einfach die Funktion aussuchen. Der Rückgabewert wird irgendwie zurückgegeben, wenn es irgendwie möglich ist. Hier kommt eine Zahl raus, er printet die Zahl einfach raus. Ganz schlecht, Jupyter Notebook. Es gibt dazu interaktive Widgets. Die kann man importieren. Ich kann dann zum Beispiel Interactive importieren, das ist eine Funktion, der übergebe ich eine Funktion und einen Wert. Ich hatte oben die Funktion Square X. Ich übergebe hier die Funktion Square und ich sage, X soll den Wert 10 haben und das Ding macht automatisch mir einen Slider draus und bietet mir auch andere Werte als eben die 10. Und unten drunter seht ihr interaktiv den Output dieser Funktion. Man kann also rausfinden, ne? Man kann ganz einfach rumspielen mit den Quadratzahlen. Ganz toll. Man kann noch andere, man kann die Range angeben, man kann einen Dropdown kriegen, wenn man eine Liste nimmt. Hier Quadrat von 14, 196, super praktisch. Ich kann mehrere Parameter übergeben, kann sagen x hoch 2, 5 hoch 2 ist 25 oder 2 hoch 4 ist 8. Ich kann mir verschiedene interaktive Elemente rein importieren. Ich muss mit den Importen aufpassen, das ist nicht schön gemacht hier, aber egal. Das jetzt war Jupyter Notebook. Also ich kann interaktiv Funktionen mit Input versehen und bekommen die Rückgabewerte meistens irgendwie angezeigt.
Für Geometrien gibt es in Python die tolle Shapely-Bibliothek. Mit denen kann ich Simple Features anlegen, kann einen Punkt mehr erzeugen. Wenn ich den Punkt hier einfach aufrufe, kommt hier ein Punkt zurück. Ich kann Buffer rumlegen, kommt ein Kreis raus. Super. Da geht doch bestimmt was mit. Ich hole mir Deutschland rein, dass wir Schöneres hier haben, ein bisschen Geodaten. Schreibt eine Funktion, die einen Buffer um eine Geometrie mit einem gewissen Radius macht. Ich gebe eine Geometrie rein und einen Radius. Ich nehme diese Interactive-Funktion, sage, ich rufe die Buffer-Funktion auf, ich übergebe Deutschland als Geometrie und ich will einen Slider haben für den Radius. Und ich kann hier interaktiv buffern. Oh und A. Kann man im Stream ja sonst nicht hören, ne? Das wollte ich jetzt nur hier kommentieren. Man kann natürlich auch affine Transformationen machen. Ich habe hier den grünen Rahmen als Ursprungs-Extens quasi von diesem Objekt. Das Ganze versucht immer irgendwie das entstehende Objekt in die gleiche Größe zu finden. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Aber wir können ja Deutschland hin und her schieben. So sieht man es besser. Wir können das natürlich auch rotieren. Wir können skalieren. Und es geht alles sehr, sehr schnell, wie ihr seht. Das ist ein SVG, was einfach rauskommt, was der Browser rendert. Und für jeden Schritt, den ich hier oben mache, wird ein neues SVG erzeugt. Das heißt, mit sehr komplexen Geodaten wird es dann irgendwann ziemlich schief gehen. Doch, die Zeit ist echt kurz. Wir können, das überspringe ich mal hier, eine tolle Relation, wir können Intersections machen. Zum Beispiel hier gebe ich die Intersection zwischen zwei Deutschlands aus, die ich verschiebe. Ich kann auch die Union rausgeben. Und jetzt kommen die Sachen, die spannend sind, aber die Zeit ist fast um. Oh nein, ich überziehe eine Minute, wenn es okay ist. Ja, zwei sogar. Man kann natürlich jetzt alles reinholen, was Python anbietet. Ich habe jetzt hier ProJ rein importiert, also kann mit Projektionen arbeiten. Habe dazu die ganze Welt mal importiert und ein bisschen simplifiziert, damit es auch performant läuft. Und habe mir jetzt hier eine Azimutal, oh Gott, wie heißt das Ding, mit abstandstreue Azimutal-Projektion erstellt. Der kann ich einen Breitengrad, einen Längengrad übergeben. Und zusätzlich klippe ich hier noch ein bisschen, um das Ganze wieder, um es darstellen zu können. Ich kann ein bisschen reinzoomen, kann ein bisschen hin und her schieben. Ich kann quasi den Mittelpunkt dieser azimutalen Projektion mir wählen und kann das, hoppala, kann es interaktiv im Browser ausprobieren, was dann eben hier passiert. Der geklippte Bereich ist der gültige Bereich in diesem Fall. Anderes Beispiel, räumlichen Index reingeholt. Ich habe hier 200.000 Bäume und ein paar zigtausend Gebäude, die wir gleich hier interaktiv angucken können. Ich zeige jeweils, suche mir irgendeinen Baum raus, zeige von dem Baum aus die geringste Distanz zum nächstgelegenen Gebäude. Der i, sozusagen der i-te Baum, rundherum werden die Gebäude gezeigt und ich zeige eine Linie zu dem nächsten Gebäude. Ist totaler Schwachsinn, aber ich fand es ganz witzig. man sieht, wie schön schnell der Index halt ist, ne? Also ich kann hier wirklich gedrückt halten und sehe quasi, die anderen Bäume werden nicht dargestellt, nur der eine Baum, und sehe, was in der Nähe liegt. Zu guter Letzt, Geographic Lib, da kann ich geodätische Linien mitzeichnen. Kann ich zum Beispiel hier sagen, die soll irgendwo vor Afrika sein oder vor Australien im Ozean. Kann sagen, wie lange sie sein soll und in welche Richtung sie gehen soll. Und dann kann man hier so eine... Die Linie folgt dem Globus, in diesem Fall wird es wieder umprojiziert. Sieht auch schick aus. Die Zeit ist fast um. Schlussgag kommt noch. Ich habe auch eine Uhr gebaut. Und ich muss Schluss machen. Dankeschön. Ja, ich glaube, auch du wirst noch hier zu finden sein, wenn einer noch weitere Spielereien sehen will. gibt es noch einen Lightning Talker? Du. Hast du alles hier? Oh Gott. Was ist denn dein Name? Knarr.
Gut, Tobias. Oh. Ist hier einer von der Technik, der uns das Bild da oben hinkriegen kann? Ja, Stecker helfen manchmal. Du kriegst ein Bier heute Abend. Gut, Tobias, deine 5 Minuten. Okay, danke, dass ihr alle da seid. Ich möchte meine 5 Minuten dazu nutzen, um euch ein bisschen was über den Google Summer of Code aus Sicht von OpenStreetMap zu erzählen. Jo, was ist der Google Summer of Code? Das ist ein Programmierstipendium, das Google finanziert und mit dem es Studierenden ermöglicht werden soll, einen Sommer lang, also klassischerweise in den Sommerferien der US-Universitäten, an Open-Source-Software quasi in Vollzeit zu arbeiten. Dazu gibt es dann auch noch Mentoring, das heißt, erfahrene Entwickler der entsprechenden Open-Source-Projekte leiten die Studierenden dabei an, helfen ihnen, ihren Code dann auch committed zu bekommen. Und inzwischen gibt es dieses Programm schon relativ lang, mit inzwischen über 1000 Teilnehmern jedes Jahr. Sind auch viele bekannte Open-Source-Projekte dabei. Große Namen wie Apache, Eclipse, Fedora, Gentoo und viele andere mehr. Und eben auch OpenStreetMap. OpenStreetMap war erstmals 2008 als Mentorenorganisation mit vertreten und seither jedes Jahr dabei. Mit Ausnahme 2013 und 2014, da waren die OpenStreetMap-Projekte unter dem Schirm der OSG stattdessen vertreten. Aus Sicht eines Open-Source-Projekts hat das eigentlich nur Vorteile. Zum einen werden natürlich ganz konkret nützliche Codebeiträge generiert, heißt, es werden Projektideen umgesetzt. Es werden aber natürlich auch neue Entwickler und Community-Mitglieder an die bestehenden Projekte herangeführt, die dann hoffentlich auch länger dem Projekt erhalten bleiben. 2016, letztes Jahr, hatten wir 6 Projekte gefördert im Google Summer of Code. Davon sind immerhin 4 erfolgreich abgeschlossen worden. Das ist für unsere Verhältnisse eigentlich sogar eine recht schlechte Quote, aber kann sich trotzdem ganz ordentlich sehen lassen. Und diese 4 Projekte möchte ich jetzt noch mal kurz vorstellen, damit ein bisschen ein Eindruck entsteht, was denn so im Rahmen des Google Summer of Code geleistet werden kann. Den Anfang machen 2 Projekte im Zusammenhang mit Chosen. Wer ihn nicht kennt, Chosen ist so eine in Java geschriebene Desktop-Anwendung zum Bearbeiten von OpenStreetMap-Daten, ist der Editor, mit dem eigentlich die meisten OpenStreetMap-Daten erzeugt werden, weil es einfach einer ist, der sich an fortgeschrittene Nutzer richtet und eine unglaubliche Effizienz bietet beim Bearbeiten von Daten. Er bietet auch die Möglichkeit, Plugins zu entwickeln und zu installieren für viele Zusatzfeatures, wenn der Grundumfang der Funktionalität noch nicht ausreicht. Unter anderem eben auch die Möglichkeit, bessere Werkzeuge fürs Mapping von ÖPNV-Relationen, also von Buslinien und Ähnlichem, zu installieren. Und dieses Plugin für ÖPNV-Relationen wurde von Daria während des letzten Google Summer of Codes halt ordentlich überarbeitet, unter anderem um eine automatische Fehlerprüfung und um eine anschaulichere Visualisierung, mit der einem die Fehler dann wirklich direkt ins Auge springen. Auch Michael Zangel hat sich im Rahmen des GSOC 2016 mit Chosen beschäftigt, allerdings nicht mit einem Plugin, sondern mit dem Core von Chosen.
Dabei waren die meisten Änderungen eigentlich unter der Haube, also Dinge, die man jetzt als Anwender nicht direkt sieht. Zum Beispiel die Migration auf die neueste Version von Java. Generell Änderungen, die die Modularisierung, die Robustheit des Editors und die Erweiterbarkeit verbessern sollen. Insgesamt waren das über 100 Patches und zusammen, also die Zeilen, die die Patches zusammen hatten, waren über 50.000. Ich habe nicht selber nachgezählt, aber ich glaube, es stimmt. Dazu gehören Dinge wie die Erleichterung der Plugin-Entwicklung, die Verbesserung des Zeichencodes für Luftbilder, im Umgang zum Beispiel mit verschiedenen Projektionen und die parallele Anwendung von Bildverarbeitungsalgorithmen, Änderung an der Ebenenverwaltung, eine neue Copy-Paste-Implementierung, die jetzt auch zwischen Programmen und zwischen Instanzen von Chosen funktioniert, und ein neuer Fehlerdialog, wenn doch noch irgendwo sich Fehler finden sollten. Jo, der Fehlerdialog sieht so aus, wie gesagt, das meiste ist unter Haube, aber den zumindest bekommt man doch noch manchmal zu Gesicht. Jo. Noch ein Projekt waren die verbesserten Shader-Effekte für OSM to World. Da gab es im Jahr vorher schon mal ein Google Summer of Code-Projekt, bei dem die Rendering Engine von OSM to World auf Shader-basiertes OpenGL umgestellt wurde. Und im Jahr drauf gab es dann eben noch ein Projekt, bei dem die dadurch gewonnenen Möglichkeiten durch entsprechende Grafikeffekte voll ausgeschöpft wurden. Dazu gehört zum Beispiel Reflexionen in Gebäudefenstern oder andere reflektierenden Oberflächen wie, spiegelnden Wasserflächen. Außerdem prozedurale Texturen, die also nicht von Hand gemacht sind, sondern wie zum Beispiel Wellen oder andere Effekte automatisch berechnet werden können. Gibt jetzt mehr als eine Lichtquelle, also nicht mal nur die Sonne am Himmel, sondern zum Beispiel Straßenlaternen. Es gibt tageszeitabhängig sich verändernde Schattenwürfe und dazu passend natürlich auch Atmosphäreneffekte und den aktuellen Sonnenstand, der sich auch tagesaktuell berechnen lassen kann. Jo, dann kommen wir zum letzten Projekt. Das war für ID, den Standard-Editor von OpenStreetMap. Da ging es darum, eine nutzerfreundliche Oberfläche fürs Fahrspurmapping zu machen. Während der Projektlaufzeit wurde außerdem gerade die Version 2.0 ausgerollt. Das heißt, auch da hat CAP damit ordentlich mit angepackt und die Entwickler dabei unterstützt. Der Code ist bisher noch nicht gemerged, aber ist Work in Progress und es gibt einen Pull-Request dazu. Der aktuelle Stand sieht dann etwa so aus, bei dem man eben mit grafischen Werkzeugen die Fahrspuren an einer Straße editieren kann. Jo, wer Lust bekommen hat, selber mal beim Google Summer of Code mitzumachen, momentan läuft gerade die Bewerbungsphase für den Google Summer of Code 2017. Also wer die Teilnahmeanforderungen erfüllt und studiert, kann sich noch bewerben, möglichst vorher Kontakt mit den Mentoren aufnehmen und dann eben die Wiki-Seite zum Google Summer of Code im OpenStreetMap-Wiki durchlesen. Das ist GSOC 2017 im OSM-Wiki oder natürlich auch die offizielle Seite zum Programm von Google. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke Tobias. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend, dass aus Geo macht da auch wieder mit dieses Jahr. Also wer jetzt nicht unbedingt nur OpenStreetMap will, der kann auch an der Software rumschrauben. Ja, 5 Minuten. Ich hoffe. Ja. Ja. Da haben wir die Startseite. Ja. So. Ja, genau. Wie gesagt, ich versuche mich auf 5 Minuten zu begrenzen, weil, ja, ich könnte auch länger machen. Ja, ich hatte bereits auf der FOSGIS in Münster genau einen Kurzvortrag gemacht zu meinem Projekt OSM AdressDB, also Adressdatenbank, Adressauswertung von OSM. Letztes Jahr habe ich einen ganzen Vortrag gemacht in Salzburg. Wie gesagt, dieser Kurzvortrag baut jetzt darauf auf, Stand der Dinge, was hat sich getan in der Zeit. Und damit ich die 5 Minuten einhalte, wie gesagt, sind meine Punkte so nach dem Motto, ein kurzer Rückblick nochmal, was so ist, was hat sich geändert am Design, was sind für Features dazugekommen und wie geht's entsprechend weiter.
Hier nochmal ein kurzer Rückblick. Das ist mein Prototyp, den ich entwickelt hatte. Den hatte ich in Münster vorgestellt, wo so eine kleine Adressauswertung ist. Ich kann mir eine Stadt auswählen, wie viele Adressen sind dort, was gibt's da für Plätze, was gibt's da für Straßen und was stimmt eventuell nicht. Dann hatte ich in Salzburg, wie schon angesprochen, auch hier gezeigt, hier sieht man auch schön Salzburg, ich glaube, das ist eine Originalfolie sogar oder ein Originalausschnitt von dem Vortrag damals, da sieht man schon, es sieht ein bisschen anders aus, ist aber grafisch noch kein Highlight. Hier hat man zumindest schon mal gegenüber der Vorgängervariante die Zweiteilung Karte und Text. Inhalt, wie gesagt, was da noch dazu kommt, das sehen wir dann in den ganzen Punkten. Wie gesagt, Vosges 2016 hatte ich dann meine To-Dos vorgetragen, die habe ich nochmal rausgesucht. Da sind immer noch einige Punkte offen, die eigentlich schnell funktionieren könnten, schnell umsetzen könnten. Aber nach der Vosges 2016 habe ich ungefähr ein halbes Jahr nichts gemacht, wie es öfter mal so bei Projekten ist, die man neben der Arbeit noch erledigen möchte. Und ja, wie gesagt, Optimierung und Anzeige Haustürnummern war ja eigentlich nur so eine grafische Hervorhebung gewesen. Filterorts, Stadtteile, das ist die letzten zwei Wochen entstanden, deswegen ist der Punkt Postleitzahlen noch offen, der kommt nämlich auch noch dazu. Link zu OSM, da habe ich meinen Vortrag nochmal angehört, wo ich denke, hatte ich den nicht vorher schon fertig? Ja, da habe ich gesagt, OSM-Sonntag, der hat es gebracht, da war dieser Punkt nämlich schon erledigt. Und Design hat sich auch was getan, gucken wir uns gleich an. Und Anzeige aller Fehler, sage ich mal so, habe ich jetzt hier auch erstmal so weit rausgestrichen, weil das auch, wie gesagt, ein Punkt, der vorhin in dem einen Vortrag drin war mit diesen Vektorteils, natürlich ein tierischer Aufwand ist, alle Fehler rauszusuchen. Wie gesagt, das ist aber technisch, das können wir uns gerne dann im Anschluss bei den Dialogen uns unterhalten. Wie gesagt, eine Anmeldung habe ich schon, einen Interessenten. Ja, Feedback durch Nutzer ist noch so ein wichtiger Punkt, der ist noch nicht drin. Einbindung, Regio-OSM. Ist auch erledigt, zeige ich mal nachher ganz kurz, wo das noch drin ist. Hier nochmal ein kurzer Übersicht, was habe ich gemacht im Design. Das Menü ist umgesetzt. Entsprechend habe ich auch ein bisschen Symbolik reingebracht, um nicht irgendwas Neues zu empfinden. Habe ich gleich eine fertige Bibliothek genommen, CSS. Entsprechend Ladestatus in der Oberfläche, Infinity Scroll habe ich das mal ganz kurz genannt, ist so ein wichtiger Punkt. Die Anwendung ist so gebaut, es wird eine kleine Seite erst aufgebaut und er lädt sich alles nach, was er braucht. Unter anderem alle Straßen, die dazugehören und die zugehörigen Adressen. Und es wird dann entsprechend, habe ich noch drin, sogar eine Grafik, wo man sieht, dass das entsprechend eine Zeile hervorgehoben wird in dem Ganzen. Und die Mehrsprachigkeit ist auch noch so ein Punkt. Also je nachdem, was der Browser sagt, Englisch oder Deutsch, bekommt man Englisch oder deutsche Seite angezeigt. Sofern das schon umgesetzt ist. Es gibt nämlich noch einen Punkt, wo es noch nicht umgesetzt ist. Jetzt muss ich das hier mal kurz setzen. Also wie gesagt, das ist das Design. Also man sieht schon gegenüber dem Vorgänger, es sieht etwas anders aus. Oben ist einfach eine Menüleiste drin. Ich habe das auf der rechten Seite abgeschnitten, damit wir hier mehr uns auf den Inhalt konzentrieren können. Die Brotkrumen waren auch schon da, aber nicht so wunderschön dargestellt. Habe ich hier mal so mit Pfeilen gemacht. Wie gesagt, das ist eigentlich nur CSS. Schön irgendwas basteln. Dann hatte ich gesagt, Ortsteilfilter, da sieht man, Großbären ist zum Beispiel die Stadt. Und Heinersdorf ist ein Ortsteil des Ganzen, also ich habe es jetzt Stadtteil genannt, aber eigentlich ist es ein Ortsteil von Großbären. Dann sieht man entsprechend, welche Plätze und Postleitzahlen da sind. Und wenn ich jetzt entsprechend auf die kleinen Kärtchen darauf drücke, wird dann entsprechend innerhalb dieses Polygons, was auf der rechten Seite schon zu sehen ist, was Heinersdorf ist, entsprechend dann dargestellt, wo ist die entsprechende Postleitzahl, wo ist die Stadt. Dann hatte ich noch gesagt, Hervorhebung, weitere Grafiken zum Beispiel, habe ich in der Maus, ja, kann ich das besser zeigen. Wenn ich hier zum Beispiel über Heinersdorf rübergehe, kann ich mir den Punkt in OSM öffnen oder in JOSM öffnen, beziehungsweise kann ich hier dann auch draufdrücken, wenn ich jetzt hier so einen Stadtteil habe und filter den entsprechend. Gucken wir mal weiter, was hat sich am Design noch getan? Hier ist das Infinity Scroll, hier ist auch noch so ein wunderschöner Fehler, den ich als Fehler empfinde. Dort oben als Straßenname steht hier drin, Hofbauerngut, in Klammern, Triffsperrbefahren von 21 bis 6 Uhr nicht gestattet. Das ist ein entsprechender Straßenname, der in OSM drin ist. So wird zum Thema Qualitätssicherung. Könnte man sich eventuell am OSM-Freitag denn darum kümmern, dass man vielleicht guckt, heißt dieser Weg wirklich so? Ist das eine Beschreibung? Wie taggt man das richtig? Das ist vielleicht was für Anfänger, die auch mal gucken können, wie trägt man sowas richtig ein? Und ja, wie gesagt, hier sieht man, dann wird entsprechend nachgeladen, unten die Straßen und dann die Adressen, die sich dann nach und nach füllen. Was hat sich technisch gesehen? Also wir gucken gleich, wie das aussieht. Wie gesagt, im Hintergrund hat sich einiges getan, unter anderem Caching, Filter hatte ich schon angesprochen, Suche von Orten ist entsprechend eingebunden, habe ich auch eine Grafik kurz da, wie das aussieht.
und dann halt weitere Details zur Straßen und der Link zu Regio OSM. Ja, hier, wenn das dann fertig geladen ist, steht da, wie viele Adressen pro Straße vorhanden sind. Ich kann vorne auf das Straßensymbol klicken, kann mir die Straße anzeigen. Dann hat man da eine blaue Linie drin, sieht die Straße. Und wenn man das dann mit dem Plus aufklappt, die Straße, hat man alle Adressen drin. Wenn man mit der Maus drüber geht über diese Adressen, wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Grafik, dann wird entsprechend die Zeile hervorgehoben. Also man sieht, was gehört alles zusammen zu der Adresse. Wie gesagt, kann hier wieder meine Links machen, die habe ich hier überall eingeblendet. Das könnte man eventuell noch kürzen. Und kann auch wieder hier aufs Kärtchen raufdrücken und sagen, zeige mir bitte diese Adresse an, wo liegt die in der Karte. Und hier sehe ich zum Beispiel, das ist die alte Poststraße. Das sieht aus, es könnte stimmen, sage ich mal so. Da gibt es aber andere Qualitätssicherungstools, die sowas auch noch prüfen. Ja, weitere Details, zum Beispiel Text, so nach dem Motto, alte Poststraße, was ist das eigentlich für ein Typ? Ja, es gibt unter anderem Service Unclassified in Residentials. Und wie gesagt, es besteht, wie man hier sieht, aus mehreren Elementen. Dann hier kurz angesprochen die Suche. Also ich kann hier den Anfang vom Ortsnamen eingeben und kriege dann entsprechend Orte bzw. Ortsteile zurückgegeben, kann dann draufklicken und kriege die Detailseite, die wir hier oben gesehen haben schon und kann mir dann entsprechend alles anzeigen, was ich möchte. Ja, noch ein kurzer Ausblick. Ich denke mal, die 5 Minuten sind schon fast rum oder ganz rum. Passt schon. Wie gesagt, ich habe es 1-2 Mal probiert. Ja, wie gesagt, die offenen Punkte, die ich noch von 2016 mir mitschleppe, die Suche noch fertigstellen, weil, wie gesagt, da sieht man noch City Search. Oben steht es Deutsch, also da ist die Übersetzung noch nicht durchgezogen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Hilfe noch dazu, wie funktioniert was. Wie gesagt, das habe ich jetzt mal kurz und knapp erklärt. Könnte ich eigentlich das Video online stellen, fertig. Aber wie gesagt, da sind noch viele Einzelheiten drin, wie wird was dargestellt, wie werden Fehler dargestellt. Performance bei großen Städten habe ich noch so ein leichtes Problem. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten und entsprechend bei Updates und Produktivstellung ist auch noch so ein offener Punkt. Wann werde ich das Ding offiziell verkünden und vielleicht eventuell beim Foskis einen Förderantrag für den Server stellen, weil meine kleine VM, die schafft das nicht mehr. Ja, dann bin ich auch am Ende. Wie gesagt, hier habe ich noch ein paar Links. Wie gesagt, ich habe auch extra für den Tag heute mehr oder weniger Niederbayern einmal importiert. Da kann man jetzt auch Passau suchen, wenn man möchte, was ich auch nächtlich aktualisiere. Ja, dann ja, klicke ich mal drauf. Jetzt will er das zulassen. Da fragt dreimal hier irgendwelche Sachen ab. Hey, hier haben wir eine Seite. Mal gucken, ob das im Conqueror geht. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich bin eigentlich fertig. Du kannst abkündigen. Ich dachte, du zeigst jetzt noch was. Ich kann noch was zeigen. Also, solange uns jetzt die QGIS-Leute nicht den Rang ablaufen, kannst du vielleicht noch eine Minute. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal kurz Passau gesucht. Ich habe es nicht live gemacht, weil manchmal ist das Server wirklich sehr langsam. Genau, wie gesagt, man sieht hier entsprechend, welche Plätze sind. Ortsteile sind nicht eingegeben, also Polygone höher, also Layer 9 und größer sind nicht vorhanden innerhalb von Passau. Das sieht man. Oh ja. Die Karte ist aktuell die deutsche Karte hinterlegt. Sven habe ich ja auch irgendwo gerade gesehen, oder ist er schon weg? Nee, da ist er ja. Wie gesagt, da habe ich hier seine deutsche Karte oder Kartenstil genommen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf Platz drauf drehe, machen wir hier mal Innenstadt. Das habe ich vorhin irgendwas gesehen. Sehe ich, macht er mir den Punkt hin, kann gucken, wo liegt das ganze Ding. Hier unten die Adressen, hier ist noch ein bisschen was zu tun. Weil hier gibt es nämlich ungültige Adressen, wenn ich mal drauf drücke auf so eine. Sehe ich, das Ding soll eigentlich Straße Geißer heißen. Und wie man sieht, hier steht irgendwie Ziegelstadel. Passt irgendwie nicht so ganz. Also wie gesagt, er findet die Straße auch nirgendwo in dem Ort oder innerhalb des Polygons Passau. Ich dachte, hier gibt es auch noch mehrere Sachen. Also ich hatte geguckt vor 3-4 Wochen, da waren noch mehr Fehler drin. Also es wurde schon einiges behoben. Wie gesagt, Unterreuth, das könnte sein, dass das ein Platz ist. Wie gesagt, das sind noch so kleine Problemchen bei der Auswertung. Aber wie gesagt, es sind wirklich so Sachen drin. Ach hier, das, den Fehler, den habe ich doch. Den gibt es immer noch. Hier ist es mit OE geschrieben und Ö ist die Straße entsprechend. Also können das nicht zuordnen. Und Poststraße hatten wir vorhin gehabt, die können wir hier wieder aufklappen. Ja, wenn man hier drüber geht, sieht man es? Ja, sieht man schon, da sieht man alles, was gehört zusammen. Kann ich mir das Ding hier auch raussuchen. Hat er einen neuen Tab aufgemacht? Nee. Ich kann einfach so drauf drücken, geht auch. Kann ich mir das Element entsprechend anzeigen? Vielleicht findest du ja ganz viele Helfer am OSM Samstag, ja, mit dir Passau gerade ziehen. Dankeschön. Genau. Ne? Ja.